Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es wieder um ein Haustier und zwar um das Haustier Wasserschreiter. Diesen Wasserschreiter bekommt er in Pandaria in der Schreckensöde beim Sternensee auf dem Felsen. Dort befindet sich der Nalash Verdantis mit etwas Glück und wenn er endlich mal da sein sollte und ihr ihn getötet habt, droppt vielleicht der Gegenstand Hohles Schilfrohr mit einer Droppchance von 9,51%. Der Nalash Verdantis hat eine Respawn-Zeit von ca. 30 bis 40 Minuten und da müsst ihr noch Glück haben, damit ihr den Gegenstand droppt. Mit dem Hohlen Schilfrohr bekommt ihr dann auch den Wasserschreiter als Haustier. Wasserschreiter erfüllen eine wichtige Rolle in der Kultur der Jinyu. Sie dienen als Reittiere, zur Verrichtung von Botendiensten und sogar als Familienhaustier. Da mal viel Spaß beim Farmen und viel Glück beim Drop. Dann bis zum nächsten Mal. Servus, Pfiat und Tschüss, euer Tiger.